Ihr habt recht, stimmt. Jeden Tag prasseln unzählige Sinneseindrücke und Informationen auf unser Gehirn ein. Seien es Telefonnummern, Werbebotschaften, Gerüche oder irgendwelche Fahrpläne. Wir können uns also gar nicht alles merken. Und in 10 Minuten habt ihr bestimmt auch vergessen, welche Farbe mein Oberteil hatte. Wir brauchen also von Natur aus eine Art Filterblase oder Filterbubble, die uns hilft, dass wir uns nur die relevanten Informationen merken. Bei Nachrichten ist das nicht anders, denn jede Redaktion von Zeitung, Radio oder Fernsehen hat ihre eigenen Schwerpunkte. Mal mehr Kultur, mal mehr Wirtschaft, mal mehr Lokalthemen. Das ist im Prinzip auch schon so eine Art Filterbubble, die uns da aufgestülpt wird. Und seien wir mal ehrlich, kein Mensch kann jedes Medium konsumieren, um sich ein möglichst umfassendes und ausgewogenes Bild der Welt zu machen. Aber man kann es zumindest versuchen. Bei Webseiten wird das Ganze sogar noch auf die Spitze getrieben. Dem Besucher werden ähnliche Artikel empfohlen, es wird intern verlinkt und es wird alles getan, um den Besucher möglichst lange auf der Seite zu halten. Denn Aufmerksamkeit lässt sich verdammt gut vermarkten. Immer noch da? Dann klicke hier. Einfach klicken. Und los. Noch krasser sind nur die sozialen Netzwerke, die analysieren, was uns und unseren Freunden gefällt und die Nachrichten so aufbereiten, dass wir nur das zu sehen bekommen, was wir sowieso schon gut finden. Otto, finde ich gut. Die haben einfach alles für die Großen und für die Kleinen. Der Kritikpunkt daran ist, dass uns so nur Informationen erreichen, die unsere Meinung bestätigen oder die wir sowieso schon interessant finden. Es fehlt der Blick über den Tellerrand. Den hat man zum Beispiel in einer dicken Zeitung oder in einer langen Nachrichtensendung. So erreichen den Kulturfan auch mal Sportthemen oder dem Gamer irgendwelche Politikthemen. Oder man bekommt einfach mal einen ganz anderen Blickwinkel auf Themen wie Asylpolitik oder die nächste Steuererhöhung. Was? Steuererhöhung? Aber so ist alles schön fluffig und passt in unser Weltbild. Und das finde ich gefährlich. Denn je mehr sich unser Medienkonsum auf das Internet konzentriert, desto abhängiger werden wir von Filtermechanismen der großen Player wie Facebook, Google oder Twitter. Aber wie informiert ihr euch? Wie werdet ihr auf neue Webseiten, Kanäle oder Personen aufmerksam? Schreibt es in die Kommentare und so lange bis zum nächsten Mal.